Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie diesmal aus dem Hainichener Rathaus zur neuen Sendung. Ich will mich nämlich mal erkundigen, was es hier in Hainichen so Neues gibt. Dazu betrete ich jetzt gleich das Amtszimmer von Bürgermeister Dieter Kreisinger und mal sehen, ob der schon da ist. Ja. Hallo Herr Kreisinger. Schönen guten Tag. Ja. Hallo Frau Weiden, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Wir wollen uns ja mal hier für die Zuschauer kundig machen, was es in Hainichen so Neues gibt zurzeit. Also aktuelle Themen, die Leute beschäftigen. Was wäre das, Herr Kreisinger? Ja, es gibt viele Dinge, die die Stadt beschäftigen. Angefangen vom Breitbandausbau über die laufenden Baumaßnahmen, beispielsweise hier der Goldene Löwe oder die Ottendorfer Straße, aber auch die neu begonnenen Maßnahmen im Stadtpark und in Schlegel. Also an allen Ecken und Enden wird geweigelt, der Winter steht vor der Tür, der Zeitdruck ist da und wir wollen halt versuchen, noch möglichst viel in diesem Jahr zu schaffen. Ja, und für die Bürger ist natürlich der Breitbandausbau sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Was gibt es dazu zu vermelden? Ja, also am 2. Oktober wird ja eine umfangreiche Berichterstattung im Stadtrat über die Bühne gehen. Es wird also dann Vertreter von Vodafone und auch Vertreter des Planungsbüros aus Dresden, MPG, Gille und Badner, werden also hier dann sozusagen Rede und Antwort stehen. Wir haben also im August die Vermarktungsphase abgeschlossen. Das heißt, von ungefähr 3000 Haushalten, die also einen Anspruch haben auf einen kostenlosen Glasfaseranschluss ins Gebäude, sind ungefähr 75% der Eigentümer, haben uns ihre Erlaubnis zurückgeschickt, dass also sozusagen dort halt dann auch gebuddelt werden kann und dann verlegt werden kann. Und jetzt wird also geplant, das heißt, auf Basis dieser rund 2200 Anschlüssen, die also dort verlegt werden sollen, plant jetzt das Planungsbüro, welche Abschnitte wir als erstes in Betrieb nehmen, was also in Vorleistung gemacht werden muss. Und darüber wollen wir eben dann jetzt erstmal auch die Bürger und die Stadträte informieren. Ja, und wie lange soll die ganze Phase dann eigentlich dauern, bis es dann auch genutzt werden kann? Ja, also ich hoffe schon, dass nächstes Jahr dann die ersten Anschlüsse, die ersten Häuser angeschlossen werden können ans schnelle Internet. Hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Es ist also so, dass die meisten Lose müssen aufgrund ihrer großen Summe europaweit ausgeschrieben werden. Und bei der europaweiten Ausschreibung reden wir schon von einer reinen Zeit von 4 bis 5 Monaten, wo also das Ausschreibungsverfahren dauert. Von der Warte her, ich gehe schon davon aus und hoffe, dass also nächstes Jahr so im Mai, Juni die Bautrupps anrücken und dann halt in den nächsten 12 Monaten dann peu à peu die Stadt erschließen. Aber wie gesagt, es ist auch ein bisschen der Blick in die Glaskugel, weil es kann böse Überraschungen geben. In Mittweida haben wir das jetzt in der Zeitung gelesen. Da ist man also von einer ganz erheblich niedrigeren Summe ausgegangen, als es dann bei der Ausschreibung der Fall war. Also es kann passieren, dass wir keine Firma finden. Es kann passieren, dass wir nur ein Angebot haben, was dann zu teuer ist. Also von der Warte her ist alles momentan ein bisschen unsicher. Aber ich bin mir eigentlich aufgrund der Größenordnung, wir reden hier in Hainichen von rund 13 Millionen Euro, schon recht optimistisch, dass das dann alles gut über die Bühne geht. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gerade gehört, der Breitbandausbau hier in Hainichen schreitet voran. Erste Ergebnisse sind schon zu verzeichnen und vielleicht für 2020 können sich die Bürger hier in der Stadt auf schnelles Internet freuen. Bevor wir weiter zu Baumaßnahmen hier in Hainichen sprechen, sehen Sie den ersten Beitrag. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha. Dieses Hinweisschild verriet, dass es Nachwuchs im Rotluchsgehege gibt. Der zeigt sich allerdings nicht immer. Glück, ihn zu sehen hatte, wer am 27. September vormittags zu Gast im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna war. Dieses Kleine beobachtete neugierig die Alten, die aufgeregt im Gehege auf die Tierpfleger warteten. Nur kamen die diesmal nicht allein, sondern brachten die Tierärztin Jeanette Leggett mit. Arztbesuch mögen die Katzen gar nicht gern. Er galt aber diesmal nicht den alten Pepe und Dara, sondern dem Nachwuchs. Ja, wir haben 3 Rotluchse und ja, heute war der große Tag, wo wir nur erfahren haben, welche Geschlechter es sind. Und gleichzeitig haben wir dafür auch noch eine Schutzimpfung gemacht gegen Katzenkrankheiten.
Um in Ruhe arbeiten zu können, mussten Papa Pepe und Mama Dara eingefangen werden. Nachdem die Alten sicher im Netz waren, versuchten die Tierpfleger Philipp Hans und Mike Richter, die Kleinen zu fangen, die mit ihren 8,5 Wochen recht flink unterwegs waren. Sie hatten jetzt ihren ersten Arzttermin. Ja, ganz einfach, damit erstmal Ruhe ist, damit die auch stabil sind, die Jungtiere. Ne? Weil wir hatten ja nur 2 Jahre lang Verluste gehabt, deswegen haben wir das erstmal alles in Ruhe gelassen. Und jetzt mit 8 Wochen, da sind die so stabil, dass man das machen kann. Die Kleinen erhielten nicht nur die notwendigen Impfungen, sondern gleichfalls mit der Spritze einen Chip zur Kennzeichnung. So, Nummer 1, schnell impfen und dann will ich noch kurz ablesen. Ja. Und dann packen wir sie ein. Passt. Bestimmt wurden außerdem die Geschlechter. Das ist eine Katze. Weiblich. 2 Mädchen und ein Junge wurden im Juli im Amerika-Tierpark geboren. Bleiben werden die 3 hier nicht. Die werden in andere Zoos abgegeben werden, weil die andere ist nur für Pärchen ausgelegt, plus die Jungtiere für die Zeit, wo sie da sind, aber eben begrenzt. Ein paar Monate dürfen sich aber die Besucher des Tierparks Limbach-Oberfrohna an den Kleinen erfreuen. Ja, die sind ganz gut drauf und unser Pepe ist ein sehr lieber Vater, der spielt auch mit den Jungen und verteidigt die auch ordentlich. Wenn man außer der Zeit mal guckt oder so, feuert er seine Dara an, dass die halt zum Jungen geht und dass er den Außenbereich absichern kann. Nachdem die Prozedur mit dem Rotluchs-Nachwuchs beendet war, wurden die Alten aus den Netzen gelassen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Jetzt Polsterwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld. Und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Der Rock um zu helfen e.V. veranstaltet für euch lautstark gegen Krebs. Rock um zu helfen. Das Benefizfestival für den Deutsche Krebshilfe e.V. Rock um zu helfen. Dieses Jahr mit Deutsche Fronte, Völkin, Ahnungslos, Hagab, Wark und viel mehr. Holt euch schnell noch die letzten Karten. Lautstark gegen Krebs. Am 11. und 12. Oktober im Tivoli Freiberg in Sachsen. Zu euch gebracht von Kanal 9 Erzgebirge, Mittelerzgebirgsfernsehen, Kabeljournal und Update, das Magazin. Eine TV-Produktion von VM Deutschland. Lautstark gegen Krebs. Am 11. und 12.10.2019 im Tivoli Freiberg in Sachsen. Rock um zu helfen. It's oh so quiet. Oh, so still and so peaceful until. Für die schönsten Augenblicke der neue Renault Clio. Erhältlich bei Ihrer Schneidergruppe. Ganz in Ihrer Nähe und jederzeit unter www.dieschneidergruppe.de. Thank you.
Nach unserem Umzug war es einfach super schwierig, wirklich coole und trendige Möbel zu finden, die uns auch widerspiegeln von der Persönlichkeit. Dann sind wir spontan auf Alco-Living gestoßen. Und das war einfach echt cool. Du konntest die Sachen online reservieren und vor Ort angucken und wirklich auch anfassen. Ja, und eine super Qualität. Neueröffnung in Brand-Erbesdorf. Alco-Living. Trendige Möbel. Designiger. Flippiger. Hüpfiger. Mach den 1 Kilometer Rundgang durch unsere Loftetagen. Jetzt vor Ort in Brand-Erbesdorf. Oder hier. 3xw.alcoliving.de. Alco-Living. Das Möbelhaus, das aufmischt. Wir sind zurück in Hainichen. Im Gespräch mit Bürgermeister Dieter Kreisinger. Herr Kreisinger, Sie hatten ja auch angekündigt, also mir, es gibt noch weitere Baumaßnahmen. Mhm. Was meinten Sie damit? Ja, weitere Baumaßnahmen ist jetzt im Stadtpark. Da wird also momentan am Wildgehege gebaut, die Stadtgärtnerei. Das Gewächshaus wird abgerissen und neu errichtet. Und beim Wildgehege, da werden also sogenannte Sichtfenster geschaffen. Das ist also in Einklang, in Abstimmung mit dem vorliegenden Parkpflegekonzept. In Schlegel, da gibt es also eine Straße, da wo also der Hang über Jahre runtergekommen ist, was also doch relativ gefährlicher ist, gerade für Fahrradfahrer. Eine zugegebenermaßen nicht sehr befahrene Straße, aber es war dort gefahren im Verzug. Talblick heißt diese Straße, da sind also seit 30.09. die Baumaßnahmen im Gang. Ja, und dann haben wir natürlich die Ottendorfer Straße und den Goldenen Löwen. Das sind also jetzt, denke ich mal, die wichtigsten Baumaßnahmen. Es laufen noch ein paar kleinere Dinge auch, aber das sind jetzt die, ich sage jetzt mal, fünfstellig, sechsstellig oder gar wie beim Goldenen Löwen siebenstellig von der Summe her. Die Ottendorfer Straße, ist das jetzt eine wichtige Straße? Ist die vollgesperrt? Ja, die Ottendorfer Straße ist doch eine wichtige Durchgangsstraße in der Stadt. Es ist eine Abkürzung zwischen der Innenstadt und Ottendorf, was also einer unserer großen Stadtteile ist. Es ist also auch der Weg für viele Bewohner des Ottendorfer Hangs, aber auch der Ottendorfer der Mittelstraße, um halt in die Stadt zu kommen und dann wieder raus. Und dort wird also schon seit einem Jahr gebaut. Es war dann im Winter mal für 3 Monate Bauunterbrechung. Da war dann die Ottendorfer Straße wieder zu befahren. Und jetzt wird dann ihr gebaut. Eigentlich hätte alles schon Ende Juli fertig sein sollen, aber es fehlte dann ein Einlaufbauwerk, was also wir uns kurzfristig entschieden haben anzuschaffen, damit bei strömendem Regen oder wenn, wie es manchmal dann ist, Hochwasser, das Wasser dann auch in die Schlieges zurückfließen kann. Und dieses Bauteil, das hatte doch, ich glaube, eine Bauzeit von 6 bis 8 Wochen. Dadurch sind wir etwas im Verzug, aber es steht jetzt auch fest, dass wir am 8. November die feierliche Einweihung machen und ich denke, 1-2 Wochen vorher wird dann auch alles fertig sein. Die Ottendorfer Straße war also eine Kopfsteinpflasterstraße, ist es sehr steile Straße, was bedeutet im Winter, wir dürfen das nicht als Einbahnstraße ausweisen, denn im Winter kann es passieren, dass die Besitzer der Häuser nur nach unten kommen, weil sie am Bach nicht hochkommen. Gut, die Winter sind bei uns jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so streng, dass es häufig der Fall war. Ja, aber es war auf jeden Fall, die Ottendorfer Straße war auf jeden Fall in einem nicht sehr guten Zustand. Wir hatten sogar schon mal überlegt, die Straße ganz abzuhängen. Heißt, dass wir also sozusagen vorne dann eine Sperre machen, dass man da gar nicht mehr durchfahren kann, weil wir gesagt haben, so wie es jetzt ist, ist es nicht vertretbar. Aber dann kam eben dieses Konjunkturpaket 2 der Bundesregierung und dort haben wir dann die Möglichkeit gehabt, dass wir also diese Ottendorfer Straße jetzt ertüchtigen. Und es wird eine sehr schöne innerstädtische Straße werden, die dann auch in einem wesentlich besseren Zustand ist, das heißt auch der Gehweg, da sind so diese sogenannten Bequemlichkeitsstreifen, dass man auch mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator dort leichter laufen kann. Und ja, und die Straße selber, es ist auch eine Maßnahme zum Lärmschutz, zur Lärmreduzierung, denn auf dem Kopfsteinpflaster waren die Autos doch für die Anwohner sehr laut und jetzt, wenn also diese neue Asphalt, die Asphaltdecke drauf ist, dann wird es alles viel ruhiger und angenehmer werden. Ja, und so viel, liebe Zuschauer, zum Thema Mobilität hier an Hainichen. Und unsere Redakteure waren natürlich auch am Wochenende wieder mobil für Sie unterwegs. Und Sie sehen das Ergebnis bei den Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte.
Jahrmarktliches Treiben erlebten am 28. und 29. September die Besucher der Hohenstein-Ernsthaler Innenstadt. Es fand zum 21. Mal der Hohensteiner Jahrmarkt statt. Der Jahrmarkt am letzten Septemberwochenende ist seit vielen Jahren Tradition bei uns in Hohenstein-Ernsthal. Und da beginnt immer samstags. Wir machen natürlich durch bis Sonntag, wo auch die Läden in unserer Innenstadt geöffnet haben. Es ist immer ein buntes Fest, eine tolle Mischung, viele Leute sind da. Und meistens passt Gott sei Dank auch das Wetter. Und ich kann immer nur sagen, schön, dass es diese Veranstaltung in der Form so gibt, weil eben auch viele Händler, viele Freiwillige, viele Vereine die Veranstaltung so gut unterstützen. Die Gewerbetreibenden und Händler lockt mit verschiedenen Aktionen. Außerdem gab es an dem Wochenende Rabatte. Vereine nutzten die Möglichkeit, sich vorzustellen und auf Veranstaltungen hinzuweisen, wie der Karnevalsclub Rot-Weiß Hohenstein-Ernsthal, der in diesem Jahr in die 45. Saison startet. Mit Geschicklichkeitsübungen verschiedenster Art wurden die Jahrmarktbesucher auf die närrische Zeit eingestimmt. Die nächste Saison startet am 11.11. 11.11 Uhr mit der Rathaus-Machtübernahme. Eine Milligabe. Mal danke, Herr Gott, mit euch segnen. Vielen Dank. Eine Milligabe. Auch Dank, Holmeid. Möge Gott eure Schönheit ewig erhalten. Kein Fasching, sondern mittelalterliches Leben gab es wieder im Stadtgarten. Die Ritterschaft zu Hohenstein hatte hier die Zelte aufgeschlagen, um mit den Besuchern ihre Spielchen zu treiben. Wer wollte, durfte seine handwerkliche Begabung zur Schau stellen. Auch das Musikprogramm fehlte nicht. Nicht nur auf der Bühne, sondern auf den Straßen der Innenstadt waren Musiker unterwegs, um für Unterhaltung zu sorgen. So die berühmte Dixieland-Band New Meadows. Um den Jahrmarkt stattfinden zu lassen, muss jemand den Hut aufhaben. Das Fest... Das stellt natürlich in erster Linie die Stadtverwaltung, die Kulturabteilung gemeinsam mit der HOT-ABS und mit dem Gewerbeverein auf die Beine. Natürlich geht das nur gemeinsam und natürlich geht das auch nur, wenn viele mitmachen. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir alle Händler oder fast alle zumindest im Boot haben. Rund 2150 Frauen und Männer begannen in dieser Woche ihr Studium an der Hochschule Mittweida. Die Immatrikulationsfeier für das Wintersemester 2019-20 fand am 2. Oktober in der Stadtkirche Mittweida statt. Die Hochschule und die Stadt Mittweida hießen gemeinsam die neuen Studierenden willkommen. Unter ihnen sind auch wieder Leistungssportler wie Skisprungass Richard Freitag, Radsportler Pierre-Pascal Keub sowie der Turner Ivan Ritschik. Die feierliche Immatrikulation der Studentinnen und Studenten nahm Professor Dr. Ludwig Hilmer, Rektor der Hochschule Mittweida, vor. Damit sind an der Hochschule Mittweida zum Vorlesungsbeginn 6.601 Studentinnen und Studenten immatrikuliert. Erfahrungsgemäß erhöht sich die Zahl noch bis zum Stichtag 1. November. Der jüngste Studienanfänger ist 17 Jahre, der älteste 56 Jahre alt. Aber auch neue Professorinnen und Professoren wurden in die Hochschulfamilie aufgenommen. Während der Feier verlieh die Hochschule an den Absolventen Thomas Floren für seine Masterarbeit die digitalisierte Marketingkommunikation im Profisport den Karl-Georg-Weitzel-Preis. Schön, Maurice, komm! Am 29. September hieß es Straßenschlacht in Limbach-Oberfrohna, ein etwas anderes Radsport-Event. Unsere Straßenschlacht zu machen liegt eigentlich schon 5 Jahre zurück. Die erste Idee war eigentlich, ein Straßenradrennen zu machen. Das haben wir dann vor 3 Jahren auch durchgeführt. Da wir aber da nicht so starke Resonanz hatten, haben wir einfach neue Ideen gesucht und mit unserem sportlichen Leiter, dem Hardy, haben wir ein Format entwickelt, auch mit Fahrradfahrern gesprochen, mit Mountainbikern gesprochen. Was wäre denn so interessant für euch? Und voriges Jahr konnten wir dann als allererstes die Straßenschlacht machen. Das Konzept überzeugte und so manche, die im vergangenen Jahr nur als Zuschauer die Sportveranstaltung verfolgten, waren diesmal sportlich mittendrin.
Wir hatten im letzten Jahr 112 Teilnehmer. Wir hatten aber auch nur zwei Klassen, eine Open-Klasse und eine Lizenzklasse. Und da waren wir also auch sehr erfreut darüber, dass wir die Anzahl an Personen zusammenbekommen haben, weil ja gar keiner wusste, auf was er sich einlässt von den Radfahrern. Und als es dann wirklich bekannt war und wir natürlich auch in den Social-Media-Bereichen sehr, sehr viel machen konnten und durften, haben wir hier natürlich heute fast 500 Starter, was natürlich auch eine wahnsinnige logistische Leistung ist von meinem Team, hier vor allen Dingen alle zu nennen, die hier bei uns auch Hilfskräfte sind. Auch Agenturen sind bei uns dabei. Also es ist wahnsinnig viel an Arbeit zu leisten. Und wir wollen natürlich im nächsten Jahr die 1000 knacken. So eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, geht freilich nur, wenn es nicht an Sponsoren mangelt. Wie Biker Border, die jetzt unsere Namenssponsoren mit sind, Biker Border Straßenschlacht, wo wir sehr stolz auch drauf sind, aus der Unterstützung aus der Region. Osterhaus Kühn ist hier zu nennen, die uns sehr stark schon die letzten zwei Jahre unterstützt haben. Und ohne die ganzen Sponsoren und natürlich die Stadt Limbach-Oberfohler würde so ein Format gar nicht gehen. Und wir wollen im nächsten Jahr noch einige Veränderungen finden, zusätzlich noch Fahrer aufnehmen zu können, weil wir auch heute schon gemerkt haben, dass 200 Fahrer in einem Lauf ganz schön viele sind. Die Straßenschlacht, nichts für Sonntagsradfahrer. Ein Rennen mit vielen Hindernissen. Wer hier ohne Überstock- und Steinerfahrung heranging, hatte mit Sicherheit schlechte Karten, wollte er oder sie von mitmischen. Zur zweiten Straßenschlachtveranstaltung war nicht nur die Resonanz bei den Radsportlern gut, es mangelte an der Strecke ebenso nicht an Zuschauern. Vielleicht fasst sich der eine oder andere ein Herz und ist im nächsten Jahr dabei, wenn es zum dritten Mal heißt, Straßenschlacht in Limbach-Oberfrohna. Mit der Eröffnung ihrer Ausstellung Medea Spiel, Druckgrafik und Zeichnungen im Museum Alte Pfarrhäuser Mittweida kehrte Anja Seidel zu ihren Wurzeln zurück. Gleichzeitig erfüllte sich die Berliner Künstlerin einen Kindheitstraum. Ich bin als Kind halt immer am Museum Mittweida halt vorbeigelaufen und habe gesehen, dass die halt Kunstausstellungen gemacht haben. Und ich hatte als Kind schon mal gedacht, das will ich auch unbedingt mal machen. Und irgendwie habe ich es aber lange nicht gemacht. Bin ja dann erst mal studieren gegangen und war ganz lange weg. Also habt ihr die Heimat relativ früh dann auch verlassen. Und irgendwie hatte ich das immer so, es schwelte so. Und irgendwann habe ich die Frau Kasch halt angerufen und dann haben wir es ausgemacht. Die Ausstellung zeigt 61 Arbeiten in Rahmen, 6 Grafiken und mehrere Bücher von Anja Seidel. Die Künstlerin sagt, nach ihrem Werdegang gefragt, von sich selbst: Ich sag halt immer, dass ich mit dem Stift auf die Welt gekommen bin und als Kind halt schon immer ganz viel gezeichnet habe. Die Mappen sind voll und es zieht sich halt wie ein roter Faden durch mein künstlerisches Leben. Und habe dann aber nach dem Abitur halt erstmal eine solide Berufsausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin gemacht und habe aber gemerkt, mit diesem Werbemilieu komme ich überhaupt nicht klar. Irgendwie dann jeden Tag Logos designen oder so. Also das hat sich so eng angefühlt. Anja Seidel, in Mittweida geboren und aufgewachsen, studierte Kunstpädagogik an der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein, orientierte sich neu und bewarb sich in Dresden und Berlin, um bildende Kunst zu studieren. Beides hat geklappt und ich dachte, ich gehe nach Berlin. So, und da bin ich dann halt an der UdK, an der Universität der Künste halt gelandet und bin gleich zu Valerie Favre dann gegangen, so eine Malereiklasse, Malereigrafik, genau. Also das ist so der Schwerpunkt. Ich zeichne halt viel, und aber es ist gemischt, Malereigrafik. Ja, das ist so da habe ich meinen Absolventen dann gemacht 2013 und noch den Meisterschüler dann in 2014. Ja, das ist so der berufliche Werdegang. Ja, und danach habe ich dann versucht, mich stärker zu profilieren, in die Öffentlichkeit zu gehen, habe halt aktiv versucht, an Ausstellungen teilzunehmen, was ich ja bis heute mache, ne? Um mir da einfach, um meine Vita einfach auch zu entwickeln, und brauche halt Öffentlichkeit, ne? Also macht man nicht für die Schublade. Seit 2006 stellt Anja Seidel ihre Arbeiten regelmäßig in Galerien, Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen aus. Die Ausstellung im Mittweida Museum gibt einen Rückblick auf ihr Schaffen in den vergangenen 15 Jahren. Die Künstlerin ist auch darüber hinaus wahrnehmbar. Also auf die Drucke bekomme ich viel gute Resonanz. Also ich war jetzt bei den 160 Grafiken oft dabei, beim Ereignis Druckgrafik in Leipzig und in mehreren Auflagen auch, und da versuche ich mich
zu profilieren. Basis für das Schaffen der Künstlerin sind Eindrücke, die sie skizziert, sammelt und verarbeitet. Das Herz sind meine Skizzenbücher, die pflege ich sehr regelmäßig. Da zeichne ich mein ganzes Leben, meine ganzen Gedanken, meine ganzen Wahrnehmungen und ganze Inspirationen rein. Also die habe ich auch immer dabei und das ist so die Quelle. So. Also das, daraus schöpfe ich. Ich habe die ja schon auch seit 10, 15 Jahren mache ich das schon. Und kann da immer wieder reingucken. Es ist ein riesiger Fundus, finde ich. Ne? Sind auch hier in der Ausstellung zu sehen, teilweise die Skizzenbücher. Also da schöpfe ich daraus. Inspiration findet sie auch in der Kunstgeschichte. Ja, ich bin ganz großer Kunstgeschichtsfan, also habe ein Faible dafür. Und mein Herz schlägt für Cranach. Da habe ich zum Beispiel Lucrezia umgesetzt, also da kann ich mir viel Inspiration rausnehmen. Und aktuell arbeite ich auch so an Operationsszenen, da fühlte ich mich inspiriert von Rembrandt. Da habe ich ganz viele schöne, da gibt es ganz viele schöne Gemälde, zum Beispiel hier die Operation des Dr. Tulp, das hat mich sehr inspiriert und dann fließt das mit ein. Oder ich habe auch oft so Sitzende auf Stühlen, da muss ich immer an Tizian denken oder ich liebe auch Velázquez oder ich bin aber auch ein Bernhard Heißig-Fan oder Knie nieder vor Cy Twombly. Also das, da bin ich ziemlich offen und durchlässig für Kunstgeschichte. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich. Zur Eröffnung gab es natürlich auch eine Performance. Anja Seidel las eigene, ausgewählte Gedichte vor einigen ihrer Bilder. Die Verbindung zwischen beiden war unterschiedlich stark. Erstmal vielleicht zurück zur Performance. Da hatte ich ein Gedicht geschrieben, das kann ich ja kurz erläutern, wie das entstanden ist. Und zwar bin ich in meiner Straße in Berlin immer an einem Fenster vorbeigelaufen und hatte einen Blick in eine Wohnung auf eine Frau, die war sehr dick und das war so auch voller Kram, die Wohnung. Da lief auch immer der Fernseher und die Frau lag halt immer mit entblößtem Bauch da auf dem Sofa und das hat mich irgendwie fasziniert und angeekelt zugleich und dachte immer, ich will halt da unbedingt mal ein Gedicht schreiben und ich hatte damals schon den Titel, Die fette Odaliske und 7 Jahre später ist es dann rausgepurzelt und dazu habe ich dann die Performance gemacht, also das hängt ganz genau miteinander zusammen, also dass ich ein Gedicht halt performativ umgesetzt habe und dann ging das ja noch weiter mit den Gedichten und ich habe versucht dann das zu brechen, indem ich dann halt da runtergegangen bin von der Kiste und zu den Bildern gelaufen bin und die Wahl habe ich intuitiv getroffen oft, also welches Gedicht ist vor welchem Bild vorgelesen habe, also welches Gefühl ist ähnlich im Bild und im Text oder manchmal sind es aber auch so Schlüsselwörter, ne, dass ich in einem Text stand irgendwie Medea fliegt über die Szene und ich habe es vor einer Grafikfolge von Heiner Müller vorgelesen, die Medea-Spiel heißt. So. Also es gibt immer so intuitive Verknüpfungen. Die Sonderausstellung Medea-Spiel, Druckgrafik und Zeichnungen von Anja Seidel ist vom 22. September bis 20. Oktober im Museum Alte Pfarrhäuser Mittweida zu sehen. Das Team der Tierparkschule des Amerika-Tierparks Limbach-Oberfrohna bietet in den Herbstferien wieder ein Programm für Kinder an, die keine Lust haben, sich in der schulfreien Zeit zu langweilen. Genau, auch in diesem Jahr in unseren Herbstferien haben wir wieder verschiedene Angebote. An dem Dienstag in der ersten Ferienwoche wird bei uns mit Keramik gearbeitet. Es werden Seifenschalen hergestellt. Am Mittwoch wird Seife gefilzt, also das rundet das Programm ab. Dienstag die Schalen, Mittwoch die Seife. Und an dem Donnerstag gibt es einen Überraschungstag wieder mit verschiedenen Angeboten wie Basteln und eben einer Überraschung, die wir heute noch nicht verraten werden. Wer das eine oder andere oder gar alle Angebote nutzen möchte, für den gilt zu beachten. Das Ferienprogramm findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Die Kinder werden hier um 9 abgegeben und dann gegen 13 Uhr wieder abgeholt. Kostenbeitrag sind 5 Euro. Da ist ein kleiner Frühstückssnack inbegriffen und das Mittagessen und die Materialien für diesen Tag. Und anmelden kann man sich über die E-Mail-Adresse der Tierparkschule l-o@gmx.de oder an der Kasse vom Tierpark. Ab sofort möglich. Noch wichtig für die Teilnehmer, dass man vielleicht eine Telefonnummer mitbringt für einen Notfall, dass man die Mutti oder den Vati anrufen kann, wenn doch was passiert ist, was wir nicht wollen und nicht hoffen.
Manchmal haben ja auch Eltern oder Großeltern Lust darauf, mal etwas anderes auszuprobieren. Könnt gerne mitkommen, aber müssen eben auch zusätzlich bezahlen, müssen aber dazu sagen, wenn überfüllt ist mit Kindern, die Kinder gehen vor, müssen die Eltern warten. Das Besondere an dem Ferienangebot in der Tierparkschule: wird auch immer eine Führung mitgemacht, es gibt die Schaufütterung der Pinguine und wir gehen auch immer Tiere füttern, was ja sonst nicht so möglich ist in dem Umfang. Man kann also jede Menge in den Herbstferien im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna erleben. Am Montagvormittag starteten Studierende der Hochschule Mittweida gemeinsam mit der AWU Familienbildung Döbeln, dem Netzwerk e.V. Mittweida und dem Kinderschutzbund Freiberg eine Cross-Media-Kampagne zur Unterstützung des Familienpatenprojekts des Landkreises Mittelsachsen. Dieses läuft schon seit mehreren Jahren im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen, gefördert durch das Bundesministerium Familien, Frauen und Jugend. Unter dem Slogan »Mehr als Zeit« wollen sie gemeinsam öffentlichkeitswirksam dafür werben. Ein neues Logo haben die Studenten schon entwickelt. Flyer und weitere Aktivitäten sind geplant, sagt die Leiterin des Studentenprojektes. Also der Inhalt meiner Kampagne ist dafür da, dass wir Familienpaten und Familien gewinnen. Und das wollen wir sowohl über Social Media erreichen, heißt Facebook, Instagram, als auch, dass wir das mit Bewegtbild begleiten. Wir gehen, wie Sie heute sehen, an die Presse, um das alles bekannter zu machen. Und haben dafür auch ein Malbuch entwickelt und sehr viel mit Plakaten und Flyern, um die auszulegen. Insbesondere über die Crowdfunding-Plattform betterplace.org sollen neue ehrenamtliche Paten gewonnen werden. Aktuell gibt es 54 zertifizierte Familienpaten im Landkreis. Sie alle arbeiten ehrenamtlich. Familienpaten können Familien mit Kind bzw. Kindern punktuell oder langfristig in konkreten Alltagsfragen in der Erziehung und in der Freizeit begleiten. Zur Vorbereitung auf diese Tätigkeit wird nun Familienpaten eine für sie kostenfreie, dreitägige Basisschulung zu wichtigen Themen in der Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern angeboten. Auf all das und noch einiges mehr weist die Kampagne hin, die Studenten des Studiengangs Medienmanagement in 2 Semestern umsetzen sollen. Die Kampagne wird durch 20 Studierende erarbeitet seit März 2019 und wird bis Januar 2020 laufen. Und danach ist sie abgeschlossen. Teil der Kampagne soll auch ein Fest für Familien, Paten und Interessierte am 10. November in Mittweida sein. Hier wollen die Studenten über das Projekt Familienpaten informieren, mit den Kindern basteln und zum Lampion-Umzug einladen. In dieser Zeit liegt für die Studierenden die heiße Phase zur Umsetzung. Für die Umsetzung ist vom 8.10., da geht es jetzt in die heiße Phase, bis Ende Dezember sozusagen. Genau. Für die Studierenden des Studiengangs Medienmanagement die Möglichkeit, ihr erlerntes Wissen in der Praxis umzusetzen. Dass die Kampagne Früchte trägt, hoffen alle, denn die Nachfrage von Familien nach ehrenamtlicher Hilfe ist groß in Mittelsachsen. Im Frankenberger Welttheater startete am 27. September eine große Sause, die sich bis Samstagabend hinzog. Die Kinoliebhaber feierten den Jubiläumskinotag 10 Jahre Kinorettung. Gab es am Freitag das Theaterstück »Oh mein Gott, seid ihr noch zu retten?«, blickten die Kinoretter am nächsten Tag unter anderem dokumentarisch auf die Rettung des Kinos zurück. Eingebunden in ein Festprogramm mit viel Musik. Die Kinorettung, eine Geschichte mit vielen anderen Geschichten, so die von der Broken Beat Crew, die tanzend ihre Entstehung im Welttheater erzählte. Als das seit 1937 bestehende Kino 2009 gerettet wurde, war das Ziel, neues Leben ins Haus zu bringen. Das gelang den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Interessengemeinschaft. Und so finden neben Kino noch allerlei andere Veranstaltungen statt. Damit das Projekt eine Zukunft hat, ist man auf Unterstützung auch mittels Spenden angewiesen. Eine größere konnten die Kinoretter am Samstag von der Stadt Frankenberg und der Wohnungsgesellschaft entgegennehmen. Und noch mehr. Machen Sie es so, das, was Sie heute hier an Spendenbetrag zusammenkriegen, das verdoppeln wir als Wohnungsgesellschaft und sehen zu, dass wir dann vielleicht Ihre Investitionen decken können. Das Geld soll für die Anschaffung eines neuen Beamers verwendet werden.
Bei einem Pressegespräch bei der Bonavita Gesellschaft für soziale Betreuung in Limbach-Oberfrohna informierte der Geschäftsführer Dr. Helge Walter über die anstehende Sanierung der Kindertageseinrichtung am Hohen Hain. Das Projekt, das den Umbau, Anbau und die Komplettsanierung umfasst, kostet 2,8 Millionen Euro. Ein Teil des Geldes wird dank Fördermittel aufgebracht. Es gibt Bundesfördermittel im Rahmen von dem Programm Kita VWV Bau. Kita-Bau, da haben wir ungefähr, ich sag mal, runde Zahlen, 450.000 an Fördermitteln und bekommen von der Stadt einen Zuschuss von rund 1,25 Millionen Euro. Ne, den Rest wird die Bonavita übereignen und Fremdmittel aufbringen. So sieht die Gesamtfinanzierung aus. Fremdmittel heißt Kredit. Der 11. Oktober ist der letzte Tag für die Krippen- und Kindergartenkinder in der alten Einrichtung. In den Herbstferien ist Umzug angesagt. Und werden den Betrieb in Interimsgebäude, was ja die ehemalige Grundschule am Wasserturm ist, wissen Sie ja, von dem Schulträger Fels, da wir quasi als Mieter einziehen für die Bauzeit. Da werden wir den Betrieb in der zweiten Ferienwoche aufnehmen. Das ist der 21. Oktober. Ab November sollen die Bauarbeiten am Hohen Hain beginnen. Das ist eine Einrichtung aus den 70ern, so ein DDR-Plattenbau noch, die war stark sanierungsbedürftig. Die stellen wir jetzt wieder her, das heißt, die wird von Grund auf saniert. Und wir erhöhen gleichzeitig die Kapazität, das heißt, das machen wir über einen An- und Umbau. Ich erläutere Ihnen gleich, was das genau bedeutet. Wir haben jetzt zurzeit eine Kapazität in der Einrichtung von 118 Kindern. Davon haben wir 35 Krippekinder und 83 Kindergartenkinder. Jetzt 118. Und durch den An- und Umbau erhöhen wir die Gesamtkapazität auf 140 Kinder insgesamt. Dann sind wir bei 50 Krippekindern, das heißt, da haben wir 15 mehr, und 90 Kita-Kindern. Da haben wir einen Zuwachs von 7 Kindern. Ja, also ein Kapazitätszuwachs. Mit den Bauarbeiten wird viel in und an der Einrichtung verändert. Es entsteht eine Zentralgarderobe für den Kindergarten und eine für die Krippe. Neu wird der Kinderwagenraum sein. Der halt von außen begehbar ist. Das heißt, die Eltern können von außen den Kinderwagen abstellen, gehen durch den Kinderwagen durch und erreichen dann wieder dann von innen die Zentralgarderobe. Das heißt, die kommen dann auch relativ trockenen Fußes rein mit dem Kinderwagen. Durch Umbauten entstehen neue Räume für die pädagogische Arbeit und verschiedene Angebote. Die Krippe erhält 2 Schlafräume. Außerdem wird es abgetrennte Sanitärbereiche geben. Mit dem Umbau werden die Wegebeziehungen neu geklärt. Heißt, auch kürzere Wege für die Erzieherinnen geschaffen. Der Anbau dient zur Schaffung eines Kinderrestaurants für die Kindergartenkinder, die damit nicht mehr in den Betreuungsräumen speisen müssen. Das Kinderrestaurant wird auch der Mehrzweckraum integriert. Ja, wenn man älter ist, sagt man wahrscheinlich Tonraum dazu. So, heute ist das Mehrzweckraum. Den werden wir offen gestalten. Das heißt, es wird Faltwände geben, sodass wir zum Beispiel für Veranstaltungen, für größere Feste, können wir dann große Räume öffnen. Zusätzliche Betreuungsräume werden durch den Aufbau des eingeschossigen Teils geschaffen. Bleiben wird der Außenbereich, heißt der Garten der Kindereinrichtung. Veränderungen wird es aber an der Zufahrt geben. Wir werden eine Zufahrt machen, nur für Autos. Wir werden eine Zuwegung machen für die Fußgänger. Außerdem werden Parkmöglichkeiten geschaffen für die Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, durch einen neuen Haupteingang. Wird hier sein. Das wird der zentrale Eingang sein. Mit der Veränderung der Zufahrt wird außerdem die Anlieferungsmöglichkeit verbessert. Noch einiges mehr steht auf dem Plan. Ende 2020, so ist im Moment der Plan, wenn das gut läuft, soll der Bau abgeschlossen sein, dass wir Ende des Jahres, spätestens im Januar 2021, wieder einziehen können in die neue Einrichtung. Das hängt von Faktoren ab, die jetzt noch nicht vorhersehbar sind. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg.
Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier in Hainichen im Goldenen Löwe, ein wunderbarer Saal, der hier demnächst fertiggestellt wird, auch eine der Baumaßnahmen oder Themen hier in Hainichen. Was gibt es dazu zu berichten? Ja, wir haben uns jetzt also darauf verständigt, dass die Einweihung des Saals nächstes Jahr 2020 vom 11. bis 13. September erfolgen soll. Hainichen wird nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit den Titel Große Kreisstadt verliehen bekommen. Und es wäre natürlich ein wunderbarer Rahmen, ein wunderbares Ambiente, wenn der Ministerpräsident käme, uns den Titel verleiht, Große Kreisstadt, dann vielleicht noch das Polizeiorchester Sachsen auftritt. Also so haben wir es jetzt zumindest mal geplant. Und bis dorthin ist noch viel zu tun. Das Innengerüst wurde jetzt abgebaut. Ich bin jetzt auch das erste Mal hier im Saal ohne dem Innengerüst. Also die restauratorischen Arbeiten wurden allesamt abgeschlossen. Aber es ist noch viel zu tun. Fußbodenverlegung, Sanitärheizung, alles Mögliche. Aber ich will mal sagen, der Saal ist also insofern dicht, der Winter kann kommen. Die Arbeiten können dann im Winter halt dann im geschützten Inneren durchgeführt werden. Und geplante Wiedereröffnung ist dann für 2020 angesetzt. Genau, am 11. September, 11. bis 13. September, so eine Sache soll wohl geplant sein. Und es hat natürlich auch einen gewissen Charme, weil wenn man jetzt den Baufirmen sagt, also dort ist der Beginn, dann wissen sie, man muss loslegen. Es ist so, wir liegen momentan bei der Bauzeit, bei einem voraussichtlichen Bauende Ende Mai 2020. Bedeutet, sind noch 3 Monate Luft. Ja, es dauert immer mal, kommt immer mal zu einer kleinen Verzögerung, aber wenn jetzt der Termin feststeht und noch dazu dann vielleicht mit dem Besuch des Ministerpräsidenten und mit anderen Highlights, ja, dann wissen die Baufirmen, wir müssen dann schon uns auch sputen, um hier einfach dann in Hainichen den Saal fertigzustellen. Ja, liebe Zuschauer, dann hoffen wir natürlich, dass hier alles pünktlich und fristgerecht fertig wird in Hainichen im Goldenen Löwe. Und bei uns geht es jetzt erstmal weiter im Programm. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha. Hallo liebe Zuschauer, es ist Abenddämmerung in Frankenberg und die Frau Sparmann von der Stadtverwaltung hat uns vorige Woche so neugierig gemacht auf die leuchtenden Paradiesgärten hier in der Landesgartenschau, dass wir uns das mal für Sie hier anschauen wollen. Ich begebe mich dann mal ins Veranstaltungsgelände.
Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Ja, Herr Preisinger, wenn die Eröffnung des Saales so pünktlich klappt, wie soll dann eigentlich das Nutzungskonzept aussehen? Ja, das Nutzungskonzept, wir waren ja auf der Suche nach einem Pächter. Es hat sich also niemand gemeldet, also kein seriöser Pächter. Es gab Anfragen, aber einfach von Leuten, die keinerlei Erfahrung mit der Betreibung eines solchen Objekts haben. Aus dem Grund sollte es also jetzt am Anfang mal durch die Stadt betrieben werden. Das heißt, wir haben hier unsere gesetzten Veranstaltungen, der Neujahrsempfang, die Jugendweihe, der Schulabschluss, die Einschulung zum Weihnachtsmarkt, halt Konzert und noch zwei, drei andere Events. Die Stadt wird also so im Jahr 8 bis 10 Events hier durchführen. Man kann den Saal mieten, das muss hier dann eine Satzung erlassen werden. Und dann würde ich das Ding erstmal langsam loslaufen lassen. Es gibt ja in Frankenberg den Stadtbike, der regelmäßig bespielt wird. Es gibt in Freiberg das Tivoli. Also wir werden hier definitiv keine Veranstaltungsstätte haben, die da jede Woche hier bespielt wird. Also zumindest nicht unter der Regie der Stadt, weil da ist das Risiko für uns viel zu groß. Es gibt Gespräche zum Beispiel mit dem MISKUS, mit dem Mittelsächsischen Kultursommer, dass die ihre Theaterstücke, die sie in den Sommermonaten in Mittweida, in Burgstedt, in Penig, in Leisnig aufführen, dass sie also diese Theaterstücke dann im Winter hier nochmal aufführen. Es gibt ja hier dann diese schöne Bühne, dass also der Saal doch immer mal wieder ein bisschen Betrieb hat. Aber wir lassen es auf uns zukommen und werden jetzt nichts überstürzen. Ja, liebe Zuschauer, das wird sicherlich toll für die Hainichener Bürger werden, wenn dann hier Schulanfänge und Jugendweihen gefeiert werden können in diesem wundervollen Ambiente. Und wir verabschieden uns jetzt von Ihnen für diese Woche mit unserem Sachsenmeier. Machen Sie es gut. Hallo. Nee, also mit der Klauerei, das ist auch so eine Sache, ne? In die Supermärkte, ne? Wissen Sie, ich gehe manchmal so kurz so nach der Mittagszeit, so am frühen Nachmittag, gehe ich manchmal einkaufen bei uns im Supermarkt. Ne? Wir haben nur das in unserem Center, ne? Da sind ja nur viele Geschäfte, ne? Und da sind auch immer die Schüler und die Schülerinnen aus der Schule. Das ist gleich neben dem Center ist eine Schule. Und die haben da wahrscheinlich gerade immer Schule aus. Und da wimmeln die auch nur in dem Center rum. Und also, nee. Schwänzen und demonstrieren tun die immer bloß freitags. Die anderen Tage wimmeln sie im Center rum. Ja, ja. Ja. Beim Penny, na, da müssen die dann noch 2 zusätzliche Kassen aufmachen, weil die ganzen Kinder dann im Pennyladen rumrennen. Und dann hier, da, hier, so, ne, was haben sie auf dem Band dann hier so Marsriegel oder andere Schokoriegel oder irgendwelche Flaschen und Bixen, was sie sich eben kaufen. Ne? Was die Kinder sonst noch so in ihre Rucksäcke und Ranzen, was sie da noch alles so drin haben, was sie nicht bezahlen wollen, das weiß keiner. Na, nee, die Statistik ist da wirklich. Hier, die Verluste in Supermärkten durch Klauerei belaufen sich im Allgemeinen unglaublich, hä? So viel. Aber man will ja niemandem was unterstellen, das sind ja nicht bloß die Kinder, die klauen. Ne? Manchmal denke ich auch, die Rentner mit ihren Rollators und was die nur alles verkörpern und Taschen mitschleppen. Also, ob die, man sagt ja, klauen wie die Raben. Ja. Naja, manchmal ähneln die auch ein bisschen, sehen die auch ein bisschen wie die Raben aus. Aber man will niemandem was unterstellen. Ne? Und die Verkäuferin, die interessiert sich nicht dafür. Denn ist es egal, was da nur, wenn du aus dem Regal nimmst, wo du es nein tust. Manche, es gibt ja Leute, die haben gar keinen Korb, die nennen sich keinen Einkaufskorb. Die haben, die tun das gleich irgendwie oder nehmen es unter den Arm. Naja, jedenfalls, ich will mal sagen, wo die Selbstbedienungsläden, wissen Sie, wo die erfunden worden sind damals, wo ich Kind war,
Aber wo die ersten Selbstbedienungsläden so aufgekommen sind. Naja, also muss ich ehrlich sagen, also das Klauen hat sich schnell zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung bei uns damals entwickelt. Ne? Nee, also das war immer spannend, ne, wenn man irgendwo was geklaut hat. Aber wer erwischt worden ist, der hat damals, das hat Ärger gegeben. Ne. Da gab's, und manchmal sogar haben sie die Polizei geholt und die Eltern mussten in die Schule. Ne. Das war, ich weiß gar nicht, ne. Also ich tät schon sagen, insofern verstehe ich die Kids heutzutage. Klauen macht Spaß, aber es würde ja noch viel mehr Spaß machen, das Klauen heutzutage, wenn sich ab und zu mal einer erwischen lassen täte. Das erhöht ja die Spannung, wenn mal einer erwischt wird, aber ich weiß auch nicht, das Verkaufspersonal, ne? Vielleicht dürfen die vielleicht gar nicht auch. Es könnte ja auch sein, das Verkaufspersonal darf ohne richterliche Anordnung die Jugendlichen, die Minderjährigen, ohne Beisein ihrer Eltern, vielleicht dürfen die gar nicht durchsuchen. Die Rucksäcke, das weiß man nicht. Ne? Oder überhaupt auch die Rentner, vielleicht dürfen die ohne richterliche Anordnung, ne? Dürfen die. Weiß der Teufel. Aber jedenfalls, die kann man sich nicht räumen. Ne? Da, ich möchte mal wissen, ob jeder da wirklich ehrlich, also zum Beispiel, wenn ich meine Wochenration Wodka hole, ne, es interessiert keinen, ob ich die. Manchmal sagen sie, heben Sie mal bitte mal, wenn ich einen Korb habe, ne, im Einkaufskorb, noch einen Korb, da sagen sie, ich soll mal einen Korb hochheben, ob ich was drunter liegt. So blöd müsste ich sein, ne, wenn ich was klauen will, das unter den Korb zu legen. Nee, aber die Supermärkte, dass die sich da nicht so drum, die sind irgendwie großzügig gegenüber Kindern und Rentnern und auch, ich will mal sagen, nee, ich lege ja am Ende immer alles ehrlich, ich lege immer ehrlich aufs Band. Aber ob die womöglich das, was geklaut wird, von der Steuer absetzen können, die Supermärkte, hä? Das könnte sein, dass denen das ganz egal ist, was geklaut wird. Das, was geklaut wird, das geht vom Gewinn weg und ja, das ist ja noch so ein Wunder in die Supermärkte. Die Frischwaren, das Gemüse, das Fleisch und die Backwaren und so. Was machen die abends mit dem Gelumpe? Hä? Schmeißen die es weg? Sagen, es ist alles geklaut und können sie es. Ich weiß es doch nicht, sagt ja auch keiner, das erfährst du ja auch nicht. Ne? Gut, ich meine, dass sich die Verkäuferinnen und Verkäufer, also das Personal von so einem Supermarkt, dass die sich abends da richtig alle noch was mit heben nehmen, das kann ich verstehen, aber Mensch, aber am Ende vom Tag muss doch so ein Supermarkt mehr sozusagen Einnahmen haben, als was geklaut wird. Sonst könnten die Supermarktbesitzer ja nicht Millionäre werden oder Milliardäre. Der Lidl, der ist Milliardär. Der könnte ja nie Milliardär werden, wenn nicht die Einnahmen, also wie die das absetzen mit der Klauerei, das möchte ich wissen. Naja, nee, es ist immer wieder was sehr zu staunen ist bei uns heutzutage. Und naja. Aber ich will den Kindern heutzutage auch nicht nachsagen. Vielleicht sind die auch alle ganz ehrlich und bezahlen ordentlich. Und so wird der dann eben zum Milliardär, der Lidl. Naja, man weiß es nicht. Wenn sie es wissen, können sie es mir mal sagen. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie.